Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in dieses Loch gegangen, haben hier die ein oder andere Schlacht hinter uns, ein richtig doofes Rätsel gemacht. Nee, im Ernst, das war wirklich doof. Also, das war unverständlich wie sonst etwas. Ich habe da, obwohl ich alles gefühlt richtig zugeordnet habe, 8 Minuten gebraucht. Einfach weil das so kacke erklärt war. So, da ist die Wurzel allen Übels, die Hauptquest. Dich machen wir jetzt fertig. Boah, die Map sieht geil aus. Ich habe mit einer Filmsequenz gerechnet, Leute. Oh, da ist ein Spark. Ein Donner-Spark. Mit diesem Wellending. Epokalypse. Ich will euch ja nicht sagen, was ihr zu tun habt, aber ihr müsst diese Finsterpfahl für... ihr müsst diese... Ich will euch ja nicht sagen, was ihr zu tun habt, aber ihr müsst diese Finsterzeit-Pfahlwurzel zerstören, um herunterzukommen. Ach, das ist so ein Ebenenkampf? Wenn ihr alle drei Schwachpunkte gleichzeitig anvisiert, könnt ihr den Dingen unten auf den Grund gehen. Oh, fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Wenn ihr gewinnt, kann ich mit euch diesen Ort verlassen. Ich kann es kaum erwarten. Einmal kurz gucken. Ich habe jetzt nicht zufällig irgendwie einen Windspark im Inventar, ne? Doch, habe ich, weil der wird hier nichts bringen. Ich kann hier auf Stufe 5 upgraden. Mach ich auch mal eben kurz mit den anderen. So, ich habe zumindest den Booster und den Flammendude noch abgegradet. Das wird sowas von einem Mehrfachschichtenkampf. Das sind eh welche von diesen Stampfenden. Ich weiß, wie wir diesen Kampf angehen. So, dann ziele ich auf dich, töte dich dabei am besten. Viel zu leicht. Ach, ich habe Rabbit Luigi gerade dabei. Na gut, der ist hier gerade eh praktischer. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, wen ich als drittes dabei hatte. So, jetzt muss ich nur so stehen, dass es beide treffen kann. Ich seh dich. Kann ich nicht. Weiß man was? Einfach in weiser Voraussicht. Ah, die Dinger kommen wieder. Okay, ich muss alle in einer Runde zerstören, so gesehen. Ich lass mal sie das Teil aufheben und ihn angreifen. Okay, die Plattform wandert runter. Neue Gegner incoming. Ich bin bereit. Mehr kann ich nicht vorbereiten. Um Gottes Willen, Nahkämpfer. Aber dagegen gibt es ja Mittel. Oh Gottes Willen, hat er viel Leben. Hier, für dich!
Warte mal, ich kann mit jedem einmal auf jeden Fall eben kurz ihm eine Mitgift geben. Ohne irgendeine Konsequenz. Hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schaden vorher genommen. So, Rabbit Luigi, heil dich ein bisschen. Zeit für einen schockierenden Angriff. Gute Entscheidung. Okay, da wollen die nächsten antanzen. Wir gehen am besten schon mal hier in das Eck. So weit weg wie möglich von denen. Dann heile ich Rabbit Luigi mal hoch. Perfecto. Ja genau, so denke ich auch immer. Perfecto. Ja, und die Cooldowns und so weiter muss ich nichts machen. Ich habe irgendwie mit so richtig dreckigen Heilern jetzt gerechnet. Ich muss 5 Runden überleben. Ist das Ding. Ich booste erstmal alle. So, mein Plan. Spritzangriff, weil ich meine, die sind gegen Wasser schwach. Das ist eine schöne Position, die du da hast. Ja, es ist sehr effektiv. So, dich sollte ich eigentlich auch instant wegballern. Du hast ja noch den Spritzeffekt auf dir. Ja, genau. Dann liegst du vollkommen richtig, Rabbit Rosalina. Wenn es nur einer ist, kriege ich den ja auch easy down. So, erstmal eine Mitgift. Also, was, ich schwäche dich einfach mal ab. Irgendwie gerade keine Interaktion gekommen. Das war gratis. Ich heb mir den Feuersturm gerade noch ein bisschen auf. Ja, die muss ich vorher eine mitgeben. Ich will, dass der erstmal nach da unten gelockt wird. Kann ich ihn so ein bisschen in den Richtungen rumscheuchen. Rabbit Luigi ist nicht die beste Idee hier. Der normale Luigi wäre wesentlich besser gewesen. Mir war klar, dass der die Runde überlebt. Der wird Luigi jetzt wahrscheinlich auch eine runterhauen. Außer... Ach, reicht natürlich gerade so nicht. Oh, da passiert was. Wo bin ich denn hier gelandet?
Ist das eine neue Schlacht? Wenn ja, wechsle ich Rabbit Luigi jetzt eben schnell aus. Jetzt passt gut auf. Ja. Diese finstere Zeit schützen, wenn wir alle drei zerstören, kehren die Farben in den verwunschenen Wald zurück. Die können natürlich auch eine strategische Deckung sein. Nein, ich darf nicht wechseln. Wie gemein. Ein Moment. Wichtig. Der steht auch nicht so, dass ich ihn jetzt treffen könnte, der Heiler. Den würde ich nämlich gerne als erstes loswerden. Den helfe ich mal nach, dass der gut steht. Obwohl, das sind keine Heiler, ne? Ja, so oder so. Sie stehen jetzt besser. Gut treffbar. Ich habe jetzt nur leider keinen Winkel, der es mir ermöglicht, beide zu treffen. So. Gehen wir hier rüber. Da muss ich immer alle drei Augen gleichzeitig vernichten, wenn ich es richtig sehe. Egal wie ich drehe und wende, ich treffe den da hinten nicht. Dann schalte ich lieber einen aus. Und da geht meine Deckung. Na los. Was das? Da ist noch so einer von den Ekelhaften. So, eine Idee. Teamsprung, yeah! Yeah! Ein Ding ist schon mal weg. So, dann statt anzugreifen, mache ich, dass die keinen Schaden machen können. Dann ist es egal, wie die sich hinstellen. Okay, Rosalina muss ich ein bisschen helfen. So, ich will nach Möglichkeit mit allen nämlich da hoch. Würde gern so werfen, dass ich beide treffe. Die können eh gerade keinen Schaden machen, die beiden da. Ja, ich treffe beide. So, trifft die Lethargie den da hinten noch? Nee. Die beiden können jetzt, wie gesagt, eh keinen Schaden machen. Mach ich mal was anderes. Ah, ich treffe den sogar. Ich sage euch jetzt schon, das Video wird nur aus dieser Schlacht bestehen. So, sollte ihn umbringen. Der trifft ja nicht mal.
Hier scheinen die Gegner auch nicht zu respawnen. Das ist was Gutes. Ah, okay. Sie sind nur stark abgeschwächt. Und ich habe zu früh geredet. Warte, dich da unten niete ich aber trotzdem eben kurz um. Was muss ich tun, damit das mal anständig trifft? Da gibt's keine gute Antwort, oder? So, die sind gut abgeschwächt, aber ich mache mal, dass sie sich trotzdem nicht bewegen. Bleibt mal da unten. Ich würde gerne erst den Typen ausschalten. Vor allem anderen. So, dann machen wir jetzt erstmal so. Ich werde keine Deckung brauchen. Ich vernichte den jetzt eh. Ja, das würde sich eh nur regenerieren. Da kommt einer näher. Ach, warum so ein dummer Geist? Okay. Treffe ich alle? Nee, ich treffe nur einen nicht. Aber das trifft trotzdem sehr viele. So, und ich kann die abschwächen. So, dann machen wir hier oben jetzt frei. Gefühlt habe ich die Stärkung gerade komplett verschwendet. Ah, okay, das macht auch richtig viel von der Map weg. Diese dunklen Steine verschwinden dann. Das war eigentlich tatsächlich sogar hilfreich, weil ich jetzt nicht mehr in der Nähe stehe. Eigentlich kann ich die anderen ja ignorieren, oder nicht? Also wenn ich hier jetzt einen Teamsprung mache... Sollte im Bereich des Möglichen sein, dass ich einfach da hingehe und diese Wellen mache. Kann ich mir den Kampf gegen die alle schenken? Aber ich finde, Rabbit Luigi darüber geht und den Wellenangriff macht. Die Farbe ist zurückgekehrt. Sag ihr, das reicht dann schon.
Jetzt sieht der Wald wenigstens schön aus. Gereinigte Finsterzeit-Energie, um einen neuen Warp-Tunnel zu erzeugen und nach Terra Flora zu reisen. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir nach Terra Flora reisen. Wir sollten uns jedoch Zeit nehmen, uns erneut mit Tristan zu treffen. Auch wenn Prima Paletti jetzt von Finsterzeit-Tentakeln befreit ist, hat er unsere Hilfe dringend nötig. Ja. Der Meinung bin ich auch. Aber hey, wir haben ja alles geschafft. Wir haben einen neuen Spark. Und ich tausche jetzt erstmal das hier aus. Du kriegst mal den neuen Spark. Den ich direkt ein bisschen hochfütter. Reicht nicht. Also wir haben jetzt noch einiges vor uns, Leute, ne? Ist bestimmt noch was versteckt. Ich spüre so etwas. Hier ist irgendwo was. Okay, wir sind dann jetzt wieder hier oben. Da unten war ja offenbar nichts. Ich habe 2 Planetenmünzen. Was gönnen wir uns denn davon? Können wir uns ein bisschen wissen. Sorry für die kurze Unterbrechung, Leute. Da war jemand an meiner Tür. Okay. Ich will mir die Karte gerade eigentlich angucken. Sehr schön, wenn ich in dem Finsterwald sehen würde. Von innen. Komischerweise habe ich gerade nicht die Karte hiervon. Davon will ich die Karte. Okay, hier sind noch 3 Planetenmünzen, wenn ich es richtig sehe. Bloß halt den Ausgang, den wir jetzt hier in dem Eck haben. Können ja einmal hier drüber verlassen. Ja, genau deswegen, weil ich mir schon dachte, dass das hier hinführt. So, wieder zurück in den verbotenen Wald. Ich würde nämlich gern zuerst hier alle Planetenmünzen holen, bevor wir auf der freien Fläche die Münzen holen. So, nochmal. Jetzt muss ich mir erstmal gucken, wo die sind. Es wäre schön, wenn ich die Karte vom Wald hätte. Hier ist eine Planetenmünze. Schattengängerjagd offenbar. Ah, okay, der Riese und ein Sündenfuhl. Die Münzen, die gönne ich mir natürlich. Ich wollte eigentlich das machen. So, du da unten willst, dass ich Schattengänger jage. Davon muss ich jetzt auch 3 erledigen. Wieso verwechsel ich immer Sprinten mit Menü? Ich
Hier ist eine Schlacht. Ich würde aber gerne erstmal hier hinten gucken. Da war so ein versperrter Weg. Kann man da jetzt endlich durch? Nee. Vielleicht soll man da auch nicht durch. Obwohl hier ja offenbar irgendwo ein Steinchen fehlt. Irgendwo fehlt ein Stein, womit ich das da aufmache. Dich lassen wir in Ruhe. Vielleicht kommt er heraus, wenn wir das hier machen. Okay, ich muss nur den Bereich da hinten erreichen. Können wir auch direkt unseren neuesten Spark austesten. Aber zuallererst schicke ich Luigi, glaube ich, da hoch. Wäre die Schlucht nicht so extrem groß, könnte man hier übelst abkürzen. Also ich könnte es einmal versuchen, ob ich den Weg darüber schaffe. Das könnte ich, wenn erst nächste Runde testen. Ah, ich treffe genau den, den ich treffen will, nicht. Mach ich mich unsichtbar. So, ich schicke Rosalina noch da hoch. Ich will einmal testen, ob ich eventuell darüber komme. Ich nehme dann sogar extra Luigi dafür. So, die sind direkt ausgeschaltet. Die Gumbas sind wirklich die kleinste Sorge. So, Luigi, dann probieren wir mal unser Glück. Ob du es darüber schaffst. Nee, wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Nee. War aber ein Versuch wert. Wollen wir das einfach mal testen? Meteor mit dem Schock-Super-Effekt stößen auf den Gegner erhackt. Oh, warte, dann stelle ich meine Leute sicherheitshalber erstmal aus der Reichweite. So, Luigi, kann's machen. Boah, ultra nice. Das ist definitiv besser als der Feuerregen. Weil die dann auch nicht weggescheucht werden. Ist so schön, wenn ich Astra Morgana benutzt habe, kann ich einfach so wunderbar offen stehen. Ja, das klatscht auf den Boden. Sonst hätte das eventuell was gebracht. Du mochtest, glaube ich, keine Elektrizität, oder? Nee, der ist gegen Eis sehr schwach. Na gut, Elektrizität sollte trotzdem eine Wirkung haben. Ich treffe dich schon. Zählt bei dem, meine ich nicht. Weg mit dir. Das war ekelhaft.
So, es wäre schön. Ja, genau, wenn ich es hier runter schaffe, kann ich das hier einfach machen. Und eigentlich kann ich jetzt schon die Schlacht beenden. Ich brauche nicht kämpfen. Geschafft. Also ja, Leute. Ihr habt mein genervtes Stöhnen gerade gehört. Also, ich habe jetzt hier alles abgesucht und nichts für da hinten gefunden. Also, für dieses eine verschlossene Ding. Aber ich habe, wie ihr sehen könnt, zumindest die Schattenjäger jetzt schon mal nebenbei gemacht. Also, ja, keinem lassen uns, wo das Teil ist. Jedenfalls, ich habe dabei auch ein Prisma bekommen. Wir teleportieren uns mal eben kurz zur Arche. Und dann würde ich jetzt gerne noch mal mit Tristan reden. Das Schicksal, wenn es hochschlägt, kommt nicht wie ein Blitz aus weiterem Himmel. Es überkommt dich wie ein Sturm. Wie sollen die verliebten Turteltäubchen auf Prima Paletti nur den Sonnenuntergang genießen, wenn unser Zuckerschnütchen Schatzespatze Darlingbrücke in Trümmern liegt? Sucht Waldemar auf. Er haust im Wald hinter dem Ort, in dem ihr mit eurer Sternschaluppe niedergegangen seid. Eilt wieder Wind über diesen Pfad. Nur er kann die Brücke reparieren und, und uns aus diesem Jammertal befreien. Waldemar, bald hinter dem Raumschiff Landeplatz. Brücke reparieren lassen. Ja, wir haben ja halt noch ein bisschen was zu tun, ne? Was man auch an der Karte sehen kann. Also eine Planetmünze, hier ist ein Spark, den wir uns noch holen müssen. Da ist offenbar auch noch irgendwas. Ach, da habe ich doch verwundschen Portal nicht schon gemacht. Ja, wir müssen die Heilers noch umnieten. Hier ist definitiv noch irgendwas. Also ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Außerdem müssen wir noch zum zweiten Planeten zurück und da den Riesen fertig machen. So, ich kann aber hier noch ein bisschen was ausgeben. Ich könnte die Sturmklingenreichweite mal erhöhen. Bei den anderen lohnt es sich, glaube ich, gerade noch gar nicht. Nee, bei den anderen lohnt es sich gerade nicht so wirklich, den zu nutzen. Na gut, Leute. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß wieder mit dem heutigen Part hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Die Highlights, die mache ich vor der nächsten Folge noch platt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!